Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich euch meine Einkäufe zeigen. Und zwar war ich gestern mal wieder shoppen und auch heute noch ein bisschen kurz. Und ja, ich dachte mir, vielleicht interessiert euch das, weil es ist ja gerade Sale und vielleicht inspiriert euch das auch nochmal einkaufen zu gehen. Ich werde euch auch dazu sagen, wie viel das gekostet hat und in welchem Laden ich das gekauft habe. Also, falls ihr was nachkaufen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun. Los geht's! Wir fangen mit dem New Yorker an. Und zwar habe ich da als erstes diese Bluse gekauft. Ich finde die irgendwie mega schön. Also mir gefällt dieses Gedruckte sozusagen. Und ja, die war leider nicht im Sale, aber ich fand sie so schön, deswegen habe ich sie trotzdem gekauft. Und zwar für 12,99 Euro. Als nächstes habe ich dieses graue T-Shirt gekauft. Das ist ziemlich basic, aber man kann immer mal so ein basic T-Shirt gebrauchen. Und für 2,99 kann man das doch mal mitnehmen. Als nächstes habe ich diesen Pulli gekauft. Der ist so ein bisschen off-shoulder, aber nicht so ganz. Und den fand ich eigentlich mega schön und süß. Und der war auch im Sale, wie das graue T-Shirt. Und der hat dann nur 2,99 € gekostet. Das ist wirklich sehr günstig für einen Pullover. Außerdem habe ich noch dieses weiße Top gekauft. Das ist eigentlich relativ süß so. Und es war auch im Sale, deswegen habe ich es mitgenommen. Das hat auch 2,99 € gekostet. Und das letzte, was ich von New Yorker gekauft habe, ist dieses gelbe Top. Ich weiß nicht, ich finde die Farbe irgendwie mega cool. Und ich habe gar nichts in so einem Farbton. Und deswegen habe ich das auch mal mitgenommen. Und ich mag auch dieses Bändelzeug, kann man so sagen. Ja, das hat 3,99 € gekostet. Dann machen wir weiter mit Pimkey. Und zwar habe ich da als erstes diesen Pulli gekauft. Der ist wirklich mega weich und kuschelig. Und ich freue mich richtig, wenn ich den im Winter anziehen kann. Und der war herabgesetzt auf 5 Euro. Außerdem habe ich dann noch diese olivgrüne Hose gekauft. Die war auch im Sale und zwar für 7 Euro. Und ich mag eigentlich sehr gerne die Pimkey-Hosen. Ich habe auch mehrere. Und deswegen dachte ich mir, kann ich die auch nochmal nehmen. Dann war ich noch im H&M und da habe ich diese kurze Hose gefunden. Die hat mir auch echt gut gefallen, vor allem weil sie auch Taschen hat. Und die hat dann nur 3,99 € gekostet, weil sie auch im Sale war. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich die auch gleich mal mit. Als nächstes habe ich dieses Shirt für 1,99 € gekauft. Das hat hier vorne so eine Blume bzw. zwei. Und hinten steht drauf No Rain, No Flowers. Und ja, dann habe ich mir noch diesen Pulli gekauft. Ein ziemlich dünner Pulli, aber immerhin noch ein Pulli. Und der ist so ein schönes Rosa. Ich mag diesen Rosaton. Also ich mag generell nicht so rosa, aber der Ton gefällt mir. Und er war super günstig, weil er auch im Sale war. Der hat einfach nur 99 Cent gekostet. Dann habe ich mir noch dieses süße Oberteil gekauft. Das ist schulter- und bauchfrei. Das war auch im Sale, aber nicht so weit runtergesetzt. Das hat 5,99 € gekostet. Aber ich finde es trotzdem sehr süß. Das letzte, was ich bei H&M gekauft habe, sind diese Schuhe. Und die habe ich auf Instagram gesehen und die fand ich so schön. Deswegen wollte ich die unbedingt anprobieren. Und mir haben sie dann auch sehr gut gefallen. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Leider sind die ziemlich teuer, finde ich. Also ist auf jeden Fall das teuerste von diesem Einkauf. Die haben 29,90 € gekostet. Und ja, die waren leider nicht im Sale, aber ich fand die sehr schön. Deswegen musste ich sie quasi nehmen. Und ja, sie gefallen mir wirklich sehr gut. Der letzte Laden, in dem ich war, ist Colosseum. Und das ist das Teil, was ich da gekauft habe. Und zwar so eine ziemlich dünne, naja, Sommerjacke würde ich es mal nennen. Und die hat hier so in den verschiedenen Farben so Streifen. Also da gab es ziemlich viele verschiedene Kombinationen. Aber ich fand die eigentlich am schönsten und deswegen habe ich die genommen. Und ja, die hat 12,99 € gekostet, war auch nicht im Sale, aber hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich die mitgenommen. Das war's jetzt mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und stimmt auch gerne mal ab, ob ihr diesen Sommer, bzw. diesen Sommerschlussverkauf sozusagen, schon shoppen wart im Sale. Wenn nicht, solltet ihr das auf jeden Fall mal machen. Da gibt es echt coole Sachen im Sale, auch weil ich die jetzt nicht mitgenommen habe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!